Machen wir direkt die Tür mal zu, so. Und halt dich ja draußen auf, du stinkst, Alter. Da hast du schon so eine große Nase und weißt immer noch nicht, dass du stinkst. Das ist ja unfassbar. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ben Zockt Force of Nature. In der letzten Folge haben wir den Schneidertisch gebaut. Und wir haben uns einen neuen Kameraden zugelegt. Und zwar diesen freundlichen Goblin hier. Level 1 zwar, aber die Nase ist nicht minder dick als die von seinen Kollegen. Und zurzeit haben wir eigentlich viel vor. Denn der Schneidertisch, den wir hier hingebaut haben, zusammen mit einem neuen Unterstand, der bedarf viel Kram. Wolle zum Beispiel. Jeder Mensch weiß, dass wir für Wolle sehr wahrscheinlich Schafe brauchen. Und die müssen wir uns natürlich auch erstmal besorgen. Ich sehe gerade hier, wir brauchen Schere und Nadel. Und bevor wir damit irgendwie was machen können, sollten wir mal gucken, ob wir die nicht vielleicht jetzt schon craften können. Damit wir die schon mal fertig haben. Dann gucken wir doch mal ganz kurz, wo wir die herstellen können. Ich nehme mal an, im Amboss. Oh. Ein Bronze-Langschwert. 4 Bronzebarren. 10 Seile. Haben wir Bronze? Oh, mal kurz gucken. Bronzebarren. Bronze wird aus Kupferbarren und Zinn hergestellt. Dafür brauchen wir wieder 15 Kohle. Leute, ich sehe schon, wir könnten jetzt quasi echt hingehen und anfangen, uns richtige Waffen zu craften. Na, wir brauchen wieder Baumstämme. Aber ich würde sagen, ja, warte, gucken wir mal eben. Vielleicht haben wir ja noch irgendwo was. Was haben wir denn noch an Ressourcen? Also da haben wir nichts. Zinnbarren haben wir ja. Ja gut. Brennend Steinfall. Vergifteter Steinfall. Wir machen es lieber nochmal ein paar Pfeile, wo wir gerade hier sind. Nee, nicht Bronze. Steinfall da. Leute, das ist ja mal megamäßig. So, dann müssen wir jetzt nochmal hingehen und uns vielleicht noch ein bisschen eindecken mit Holz. Und dann können wir eventuell, wenn wir ein bisschen Kohle haben, schon anfangen, uns tatsächlich ein richtig geiles Schwert zu craften. Weil eine der Missionen ist natürlich jetzt auch ein neues Force of Nature Stück zu finden. Und wir haben schon gesehen, dass wir Level 4 Gegner haben beim letzten Stück. Und ich kann mir vorstellen, dass wird nicht unbedingt weniger werden, wenn nicht sogar noch mehr beim nächsten Force of Nature Stück. Da wir auch noch keine Klamotten haben, müssen wir auch noch gucken, dass wir irgendwo ein Schaf herkriegen. Und das ist eigentlich jetzt das Primärziel gewesen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass wir uns ein Bronzeschwert craften können, dann gerate ich schon ganz arg in Versuchung, das Ganze vorzuziehen. Es ist leider sehr schade, ich bin hier auch mal abseits der Videos mal ein bisschen rumgelaufen. Und ich finde sehr wenig Eisensteine. Das ist was, was hier irgendwie noch fehlt. Ich finde Zinn ohne Ende, ich finde Kupfer ohne Ende, aber kein Eisenerz. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen unbedingt Eisenerz. Für diverse Sachen. Und naja, davon gibt es leider sehr wenig. So, trinken wir nochmal einen Kaffee, denn ich sehe schon wieder, dass die Ausdauer flöten geht. Und ich glaube, jetzt gehen wir mal hin und craften schon mal ein bisschen Kohle. Machen wir Kohle. So. Kohle. Kohle. Gut.
Also, Glas machen nicht mehr Raum, Bronze. Barren Bronze. Können wir. Da wollen wir wieder. Ach komm hier. Können wir jetzt leider nicht vermehren. Dann müssen wir tatsächlich warten, bis das fertig ist. Ja, gut. Können wir nochmal kurz einen Blick reinwerfen, was wir vielleicht sonst noch craften können, wenn wir gerade mal hier sind. Ein Bronze-Kurzschwert, ein Bronze-Langschwert. Jetzt ist die Frage natürlich. Drei Bronzebarren. Wir könnten noch ein paar Seile herstellen, aber dafür müssen wir diese Büsche abhaken. Und davon haben wir auch nicht mehr allzu viele. Die haben wir ja bei der letzten Hütte hier. Haben wir die ja komplett verbaut. Die Dinger hier. Die Fahne. Und daraus stellen wir Seile her. Deswegen denke ich mal, müssen wir jetzt erstmal anfangen und hier ein bisschen nochmal von diesen Dingern abfahren. Haben wir ja noch Dutzende hier rumstehen zum Glück. Dann stellen wir ein paar Seile her, dann haben wir schon mal das. Ich glaube, mit den zwei Büschen, das dürfte dann schon reichen. Und dann gehen wir vielleicht echt erstmal gucken, ob wir ein Schaf finden. Obwohl, warte mal, haben wir überhaupt noch Fallen? Wir haben nur noch drei Fallen. Das heißt, theoretisch müssten wir sogar echt mal hingehen und uns mal neue Fallen craften. Komm, den nehmen wir noch mit. Ja. Seil. Ja. Oh. Na dann, passt doch. So, Bretter haben wir auch genug. Ach, wir wollten ja auch noch hier die zwei zusätzlichen Felder zum Anbauen bauen. Ich glaube, das können wir nochmal eben machen. Ich denke mal, das dauert nicht so allzu lange. So, Beet, zack. Oh, mehr geht nicht, alles klar. Nochmal gucken hier, was es noch alles gibt. Nadel, da brauchen wir den Eisenbahn oder den Kupferbahn. Ja komm, wir stellen mal. Aber nicht mit Eisen. Das muss ich irgendwie unterbinden. Aber ich habe ja, ich habe ja gar keine Eisenbahn mehr. Okay, dann zack. Stellen wir die mal her. Die erste Kohle ist fertig. Aber es dauert immer ewig. Ich weiß nicht, können wir uns vielleicht noch einen Kohlemeiler herstellen? Können wir uns tatsächlich. Da brauchen wir Ton und Sand für. Na komm, dann machen wir das mal. Wir haben ja noch unsere Schippe. Hier greifen wir wieder zum Ton. Hier vergreifen wir uns wieder im Ton. Das hat natürlich wieder und er verliert natürlich wieder unglaublich viel Stamina. Trinken wir direkt mal einen Kaffee hinterher. Und ich glaube, das reicht. Jetzt gehen wir noch ein bisschen Sand holen. Das ist so geil hier. Das ist diese unerschöpfliche Sandquelle, der Strand. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel wir brauchen. Wir haben genug. Gut, dann bauen wir jetzt den Kohlemeiler. Dann geht das, wenn wir so mehrere Sachen parallel laufen haben, dann geht das wahrscheinlich um einiges schneller. Die Frage ist, wo setze ich denn den am geschicktesten hin? Ich würde sagen, direkt in die Nähe des Brunnen. Vielleicht so direkt gegenüber. Genau dahin. Können wir vielleicht direkt noch einen bauen? Nee, aber ich glaube, das machen wir trotzdem. Wir holen uns nochmal eben schnell die Zutaten dafür, dann bauen wir noch einen. Und dann könnten wir eigentlich auch direkt einen neuen Hochofen bauen. Aber wenn wir uns jetzt damit aufhalten, ich meine, okay, das dauert jetzt ewig. Aber ich glaube, diesen einen Kohlemeiler, den baue ich noch. Und dann manchmal irgendwann zwischendurch rüste ich mal unsere kleine Basis da mit ein paar mehr Häusern und so auf. Und wie viel haben wir jetzt davon? Sand haben wir genug. Machen wir viermal Ton. Zwei.
3, 4. So. Und dann setzen wir den noch dahin. Hä? Oh, den habe ich jetzt tatsächlich versetzt. Versetzt gesetzt. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, den muss ich tatsächlich eigentlich eher da hinsetzen. Dann machen wir es so und dann setzen wir den. Ja, warte mal, können wir den. Wie ging das noch? Verschieben. So, so. Alles klar. Soll ja auch schön aussehen, soll ja irgendwie Sinn machen. Dann ist der schon mal fertig, oder? Ja. Dann können wir hier auch nochmal ein bisschen Kohle. Ja, nur einmal, weil wir ja wieder keine Baumstämme haben. Okay. So, aber wir können jetzt hier, glaube ich, schon mal anfangen und wieder was Neues. Kupferbahn, wir brauchen unbedingt... Hier, wir können jede Menge aus den Kupfermünzen herstellen. Komm, das müssen wir einfach machen, Leute. Nadel ist fertig. Dann machen wir mal die Schere. Die Schere kriegen wir aus einem Eisenbarren. Hm. Haben natürlich jetzt keinen Eisenbarren mehr. Und ich habe ja eben erwähnt, dass wir ziemliche Eisenknappheit haben. Das ist ein bisschen blöd. Und jetzt wird es auch gerade dunkel. Das heißt, jetzt können wir auch nicht gerade los, um ein Schaf zu holen. Den können wir auch nicht mitnehmen, weil der wird direkt alles niederknüppeln. Ich glaube kaum, dass der sehr sinnvoll ist. Aber ich hatte es wieder fast vergessen, wir brauchen noch Fallen. Wir brauchen tatsächlich noch Fallen. Steinfallen haben wir jetzt genug. Fallen. So. Dann wollen wir irgendein Messer. Okay, das haben wir, glaube ich, noch hier in der Truhe. Was? Oder hier? Genau. Was brauchen das Ding noch? Nietenkeule. Wir brauchen nur das Messer. Dann nehmen wir mal den Steinhammer raus. Packen das da rein. Und bauen jetzt die Fallen. Wieso nur 5? Ah! Unsere Seile. Müssen wir vielleicht gleich noch ein paar neue craften, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Komm, machen wir direkt. Machen wir direkt wieder welche rein. Nur 6 Stück, aber naja. So, und jetzt neue Fallen. Ja, komm, 15 sollten reichen. Alter! Jetzt bist du drin! Geh mal raus da hier! Du hast hier nichts verloren hier. In meinem schönen Zuhause, richtig. Mach mal direkt die Tür mal zu, so. Und dann halt dich ja draußen auf, du stinkst, Alter. Da hast du schon so eine große Nase und weißt immer noch nicht, dass du stinkst. Das ist ja unfassbar. So, kleine Kiste. Hier haben wir noch 2 Zinnbarren. Die brauchen wir ja gleich auch. Um Bronzebarren herzustellen. Kohle ist auch wieder fertig. Kupferbarren alle fertig. So, Bronzebarren. 15 Kohle und Zinnbarren. Also Kohle ist echt... Man braucht immer Kohle für alles. Hätte das gedacht. Naja. Das ist, ich sehe schon, das wird hier echt, also theoretisch kann man hingehen. Und dieses Spiel muss man tatsächlich mit anderen zocken. Aber ich habe ja auch mit dem, vom Entwickler schon gehört. Also der meinte dann irgendwie, ja, im Sommer ist auch ein Multiplayer angesagt. Und ich kann mir auch vorstellen, warum. Weil das ist echt schon sehr grindig. Wenn man überlegt, dann kann sich der eine halt um die Herstellung von diesen Zutaten kümmern, der andere um die Herstellung von diesen Ressourcen und dann geht das alles ein bisschen schneller voran. Weil so hat man echt viel zu tun mit, ja, mit einfach Ressourcenbeschaffung und Weiterverarbeitung, bevor man letztendlich zu dem kommt, was man tatsächlich haben will. So, jetzt Federn packe ich auch mal hier rein. Ich räume jetzt gerade mal noch so ein bisschen um hier. Zinnerz haben wir jede Menge, das heißt, wir könnten noch Zinnbarren herstellen. Die Zinnbarren nehme ich mir aber schon mal mit.
Oh, wir haben noch Baumstämme. Seht ihr, Leute, hier? Die können wir direkt mal zum Kohleherstellen benutzen. Kohlemeiler ist voll. So. Nimm das. Nimm das. Ansonsten der Rest ist voll. Komm, das nehme ich jetzt auch direkt mit. Na los. So. Und dann schauen wir mal. Bronzebachen. Immerhin können wir schon mal zwei herstellen. Das Bronze Langschwert oder das Bronze Kurzschwert? Ich glaube, wir machen erstmal das Kurzschwert. Dann brauchen wir noch ein paar Seile. Das heißt, wir müssen nochmal hingehen und ein paar von den Bäumen, also von diesen Büschen, abhacken. Haben wir ja zum Glück noch ein paar. Boah, da bin ich echt gespannt, ob wir dann mal unsere erste Waffe haben, ey. Ganz ehrlich. Ich meine, mit dem Knüppel schön und gut, aber ich kann mir vorstellen, so ein Langschwert oder so ein Kurzschwert, weil ich habe es ja aufs Kurzschwert abgesehen, das wird schon ein bisschen mehr noch austeilen. Und dann laufe ich nackt rum und habe immer noch keine Klamotten gefunden, weil ich immer noch kein Schaf habe, weil ich einfach nicht dazu komme. Aber schon mal ein Kurzschwert aus Bronze. Ja, trinken wir noch einen Kaffee hinterher. Den nehmen wir auch noch mit und dann gucken wir nochmal, dass wir ein paar Seile hinkriegen. So, Crafting. Hier haben wir ja noch. Zack. Machen wir noch neue. Machen wir mal 10 Stück. So. Das Schwert will ich auf jeden Fall noch haben. Bevor jetzt hier die Folge wieder vorbeigeht. Und wie ihr sehen könnt, Leute, das ist schon wieder unglaublich viel zu tun hier. Also, man ist wirklich permanent dabei, irgendwas zu machen. Man kann sich echt an allem aufhalten. So, Bronzebarren, fertig. Einer. Oh, das dauert aber. Geht jetzt nicht besonders flott. Das Bronze-Kurzschwert. Drei Bronzebarren, zwei Stück brauchen wir noch. Das heißt, da müssen wir auch wieder die Kohle einsammeln. Kohle, Kohle. Ja, Kohle ist in der Mache. Ist halt alles ist in der Mache. Müssen jetzt echt nur noch abwarten. Aber hier in der Küche, da können wir doch auch nochmal eben schnell was herstellen. Ja, ich glaube, wir haben nämlich Butter aus Milch. Und dann können wir nämlich nachher noch ein bisschen Käse herstellen. Käse bringt ja auch gut was, kann man ja auch immer essen. Ist ja alles Käse. So, und dann den, ja. Dann warte ich eigentlich echt nur noch darauf, dass ich das Schwert reinhauen kann. Der Bronzeband ist fertig. Es fehlt wieder die Kohle. Komm, nächste Kohle fertig. Ja. Du hast noch einmal Kohle fertig. Oh ja, direkt hier. Nehmen wir direkt beides mit. Und dann kommt der letzte Bronzebarren. Und dann können wir uns ein Schwert craften. Yeah! Ein richtiges Schwert, Junge. Sowas, was du da hast. Ja, genau. Sowas, was du da hast. So. Und dann muss ich auch mal gucken, dass ich mich irgendwann mal zwischendurch nochmal hier ums Farmen kümmere. Denn, das ist alles nicht so auf dem Stand gerade. Ich hänge ein bisschen hinterher, weil ich halt zwischendurch mal nicht gezockt habe. Ich bin halt echt, ihr habt bis auf einmal, wo ich ein Stündchen zwischendurch gezockt habe, habt ihr wirklich alles gesehen, was ich so bisher gemacht habe. Und, eigentlich wollte ich das auch beibehalten, aber ich sehe zu, dass es irgendwie immer mehr Grindarbeit wird und dass ich ja tatsächlich mal so eine Stunde zocken dazwischen knallen muss, um halt euch nicht ganz immer so mit dem Grinden zu versorgen. So, und jetzt, Leute, passt mal auf. Ja, da! Ich mach das Kurzschwert! Schaden, was macht eigentlich das Männer an Schaden? Hier der 21 und 23. Angriffsgeschwindigkeit ist ein bisschen schneller, oder?
Okay. Ja, doch, also wenn der Wert nach oben geht und das für die Geschwindigkeit, also dass es dann schneller wird, dann ist das schon von Vorteil. Aber ich werde es jetzt gleich einfach mal ausprobieren. Wir gehen jetzt gleich mal kurz eine Runde, wenn das Ding fertig ist. Auch nur eine klitzekleine Runde. Kurz in den Wald und gucken, ob wir da mal einen Goblin finden. Und checken mal ab, wie schnell man den K.O. hauen kann. So, packen wir in der Zwischenzeit schon mal den Kreppel weg, den wir nicht brauchen. Zum Beispiel den Steinhammer. Ja, Bronze haben wir schon bald alles komplett aufgebraucht. So, und das Kurzschwert ist fertig. Leute, das Schwert ist fertig. Ich fasse es nicht. Hier ist unser Schwert. Das ist Waffe Nummer 1. Da, schaut es euch an. In der vollen ganzen Pracht. Das sieht aus wie so ein Holzschwert irgendwie, aber egal. Wir gehen jetzt mal ganz kurz schnell in den Wald. Und dann schauen wir mal, was das kann. Boah, ich bin ganz aufgeregt irgendwie. Aber irgendwie, ah, da kommt was. Da komm. Naja. Machen wir noch einen, um das Ganze nochmal kurz zu testen. Also der ist ein bisschen schneller beim Zuschlagen, aber die ganze Freude und Euphorie war das jetzt nicht wert. Aber es ist trotzdem geil. Leute, es ist trotzdem geil. Wir haben ein Schwert. Wir haben nicht mehr so einen urzeitlichen Knüppel. Wir sind immer noch nackt. Aber Hauptsache, wir haben ein Schwert und damit geht es dann auch in die nächste Folge. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid, wenn es heißt Ben zockt Force of Nature. Bis dahin dann, euer Ben. Ciao. Ich komm mal wieder rein und alle Leute rufen Yippie-Yay. Doch nicht Schweinebacke, wer ist hier im Game? Wenn ihr es zum Reinen machen, er haut auf deine Kacke, oh fuck ey.